Was wäre eigentlich, wenn Clash of Clans Sinn machen würde? Wieso kann man nur einen Bauarbeiter beschäftigen? Die anderen vier schlafen einfach. Das ist eigentlich wirklich absolut unlogisch und total bescheuert. Eigentlich könnten die ja zusammen dran arbeiten, dass sie schneller arbeiten würden. Wäre auch eigentlich ziemlich geil. Habt ihr schon mal daran gedacht, dass alle Truppen, die ihr setzt, weg sind? Also sterben werden? Das ist eigentlich echt eine sehr gute Frage. Also selbst wenn sie überleben, dann sind sie weg. Okay, warum gehen die Bogenschützen weg? Stimmt, der Magier ist da und jetzt ist er weg. Auch eine gute Frage ist, wo die ganzen Bewohner hingehen. Da wusste ich auch gar nicht, dass sie zu den Gebäuden laufen. Und wir sehen, die Bauarbeiter laufen einfach hin und verschwinden im Nichts. Das ist mir noch nie aufgefallen, tatsächlich. Wir kennen ja alle den Inferno-Turm. Der macht über Zeit gegen Truppen immer mehr Schaden. So zum Beispiel auch hier gegen Golem, ne, wenn er auf Single zumindest natürlich eingestellt ist und kann unfassbar krank schnell auch einen Golem zerschredden. Und jetzt war die große Frage, wenn Blitz zwar zurücksetzen kann, wieso kann ein Elektrodrache den nicht zurücksetzen? Und ich muss auch ehrlich sagen, genauso auch die Eule, wieso genau können die das nicht zurücksetzen? Zum Beispiel auch in Clash Royale können die Truppen Inferno-Türme zurücksetzen, was auch absolut Sinn macht eigentlich. Und in Clash of Clans geht das nicht.